Ja, Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Wir haben in der letzten Folge eine Statue gefunden, die so aussieht, als würde sie auf diesen Sockel passen und deswegen, zack. Ah, ich wollte gerade sagen, irgendwo fährt hier was hoch oder raus. Gut, nimm Kontakt zu den Kunari auf. Das wird doch bestimmt kein freundliches Kaffeekränzchen, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Entschuldigung, ich wollte nur kurz speichern. Die Inquisition darf diesen Ort nicht lebend verlassen. Ja, das ist ja ein bisschen spät, ne? Im Kampf funktioniert es auch, dass wir kurze Zeit unbesiegbar sind. Also, es würde funktionieren. Am. So, den haben wir aber nach allen Regeln der Kunst zerlegt. Ja, voll die Dramatik und ich kletter hier erstmal irgendwo rum, weil ich es kann. Da hinten kämpfen offensichtlich irgendwelche Elfengeister mit Kunari, Fragezeichen, entdeckt, vergessene Zuflucht. Ich stürme hier erstmal rein und mach ein bisschen mit, weißt du? Hier, ich stürze mich gleich in den dicksten Kampf, einfach weil ich cool bin. Und eine niedrige... Dürfte ich? Danke. Hab jetzt schlicht einen Regenerationstrank gefressen, weil ich gesehen habe, dass wir kurz eine Barriere hatten. Au. Warum macht die Kunari-Dame nichts? In deinen Rücken. Auch ein schöner Rücken kann entzücken. Hier ist allerdings Beef ohne Ende, meine Herren. Du bist hier der Obermotz. Ein Geister-Champion. So, den hätten wir schon mal. Da hinten sind auch noch welche. Kommt ihr da hoch oder muss ich da hoch? Und den plätten? Du alter Sperken! So. Kinnas. Kommt mal her, da der mal ein bisschen Heilung abkriegt. Ah, toll. Gerade verwitzte Varric noch das bisschen hochheilen, was ihm an Gesundheit fehlt. Da hört die Wirkung des Regenerationstranks auf. Das ist ja hervorragend. Suche nach weiteren Informationen über die feindlichen Kunari. Also, ich will hier erstmal ein bisschen aufräumen und die Gegner ummähen. Wobei, wir können uns auch jetzt draußen umgucken. Die Musik ist halt so mega mordsmäßig dramatisch. Aber wir sehen hier weiterhin nur diese Blutflecken. Ja komm, hier gibt es auch hundertprozentig was zu entdecken noch.
Prophetin-Lorbeer. Und ein Halla. Ich glaube, ich hoffe, wenn wir hier mehr oder weniger alles abgeschlossen haben, dass diese übermegamäßig dramatische Mucke ein bisschen sich senkt, vielleicht sogar aufhört. Deswegen zerpflücken wir jetzt hier noch ein paar Kunari und gucken uns hier danach in aller Ruhe um. Ganz in Ruhe. Da ist so ein Unbesiegbarkeits-Dings, Geist, Scheiß, Krempel. Wams! keine Ahnung, ob ich den richtigen erwischt habe oder nicht. Da steht noch einer. Hä? Hör auf, noch zu leben. Ist verboten. Cheater. Cheater war ein Affe in irgendeiner Serie. Glaube ich. Oms. Na gut, die kommen nicht rüber. Ach, der lebt ja noch da drüben. Jetzt mach den da drüben bitte kalt. Ich habe wieder nicht richtig aufgepasst und habe ihn am Leben gelassen. Es tut mir leid. Einer weniger. Kriegt ihr den da drüben nicht down? Was ist denn mit euch? Na bitte. So. Warum haben diese Kunari die Inquisition sofort angegriffen? Kunari handeln niemals ohne Befehle. Ein Kommandant aus dem Kun muss sie ihnen erteilt haben. Wollt ihr damit sagen, das gesamte Volk der Kunari will unseren Tod? Das ist doch großartig! Endlich haben die Inquisition und Tevinter mal etwas gemeinsam. Ich mag Dorians Sarkasmus. Ich finde es toll. So offensichtlich ist jetzt hier alles zerbasht. Das ist gut. Hier gibt es ein paar Lämpchen, hier können wir was untersuchen. Das ist Fenharel und er entfernt die Zeichen aus dem Gesicht eines Dalish-Elfen. Ist diese Art nicht älter als die Dalish? Vielleicht hatten die Zeichen ja früher eine andere Bedeutung. Hier sind schon mal überall Schleierfeuer. Sieht ganz nach dem Schleierfeuer-Rätsel aus. Schleierfeuer entzünden. Okay. Gut. Oh, was haben wir denn hier? Lesen. Das lesen wir doch jetzt mal. Inschrift. Der Schreckenswolf hält seinen Blick auf das eine Licht gerichtet, das den weiteren Weg erleuchtet. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, welches Licht erleuchtet den weiteren Weg? Naja, wir gucken uns erstmal hier drin ein bisschen um. Und zwar gehen wir mal hier hoch. Und finden hier erstmal nichts. Aber da drüben ist definitiv etwas. Hä? Da drin ist noch nicht mal was. Oder muss ich da durch? Da muss ich durch. Da ist eine Truhe. Okay, ich verstehe. Ich glaube, ich verstehe.
Das war knapp. Philandaris-Siegel. 100% Giftschaden, minus 50% Angriff. Warum ist das alles so auf Giftschaden ausgelegt, was ich bis jetzt gefunden habe? Frage ich mich. Und ich wäre von hier auch an die Truhe gekommen. Langweilig. Hier ist aber weiter nichts. Na gut. Hier sieht's auch nicht so aus. Als sei hier irgendwas mega Interessantes. Nö. Gut, dann gehen wir jetzt quasi einmal draußen rum. Wobei ich aber ehrlich gesagt davon ausgehe, dass wir auch hier nichts wirklich Wichtiges und Interessantes finden werden. Vielleicht noch ein paar Zutaten, Materialien. Hier ist noch Prophetin-Lorbeer. Können wir in der Tat mal mitnehmen. Hatten wir bis jetzt, oder haben wir bis jetzt, glaube ich, nie so viel von gefunden. Braucht ich mal für irgendeine Aufwertung? Braucht man das nicht sogar, um den Regenerationstrank aufzuwerten? Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Also wir haben ihn ja jetzt voll aufgewertet, insofern bräuchten wir es dafür nicht mehr. Was versteckt sich da hinten? Noch mehr Prophetin-Lorbeer. Oh, da ist noch mehr. Gib! Ja, wenn wir jetzt gleich hinten nur einmal rum sind, dann stehen wir wieder beim Schleierfeuer. Da ist ein Haller. Was ist das? Ach, hier ist wieder so ein... Oh, warum kann ich hier nicht gucken? Ich will gucken. Gibt es auch nichts zu finden? Das ist ja langweilig. Boah, Silberit. Deshalb bin ich hier einmal rumgelatscht. Ja, da oben ist das Schleierfeuer. Goldene Haller will ich nicht angreifen. Das sind sogar goldene Haller. Ne, nur das eine ist eine goldene Haller. Schau mal, na guck. Kann ich mit der irgendwas tun? Sie ansprechen oder so? Ich könnte sie töten, aber das werde ich nicht tun. Sie läuft auch fleißig, wie man es von Hallas kennt, vor uns weg. Habe ich sie jetzt in den Tod getrieben? Ich hoffe nicht. Das wäre schrecklich. Okay, hier auf der Seite ist tatsächlich mal so gar nichts. Da ist die goldene Halle. Aber ich kann sie nicht ansprechen oder so. Oder irgendwas anderes mit ihr tun. Prophetin-Lorbeer! Lässt du mich hier rausspielen? Danke. Wie unglaublich großzügig von dir. Ich scheiß jetzt mal auf den zusätzlichen Prophetin-Lorbeer. Hier ist auch weiter nichts. Gut. Genug umgeguckt. Nichts wirklich Interessantes hier draußen. Das heißt, wir probieren jetzt noch 5 Minuten lang dieses Rätsel da hinten zu lösen. Ja, und hoffentlich mehr über die feindlichen Kunari zu erfahren. Von den Kunari selbst erfahren wir ja offenbar nichts. Also wir können sie auch nicht plündern, dass sie vielleicht irgendwelche Dokumente bei sich hätten oder so. Nope. Nope, nope, nope. Das sind nur die beiden Leitern. Okay. Dann, pass auf. Ich habe ja fast das Gefühl...
wenn wir hier die falschen anmachen, dass irgendwelche Geister kommen. Die bleiben alle an. Gut. Da tut sich erstmal nichts. Jetzt kann ich die aber nicht wieder ausmachen. Das heißt, der Schreckenswolf hält seinen Blick auf das eine Licht gerichtet, das den weiteren Weg erleuchtet. Ach so. Drücken. Hallo. Drücken. plündern. Gib. Pfeilholz. Einen Bogen mit Rüstungsdurchdringung und Piercing-Shots. Das ist ja auch nice. Piercing-Shots sind cool. Ich mag Piercing-Shots in den meisten Spielen. brauche ich das Schleierfeuer da unten? I don't know. Ah, hier kommen wir wieder irgendwo rein. Aber uff. Eine Welle mächtiger Magie vermittelt ein Gefühl von Entschlossenheit. Bilder blitzen auf. Einstige Sklaven, bewaffnet und stark, marschieren auf Fenharels Seite. Ihre Haut ist frei von jeglichen Malen. Die Tätowierungen in ihren Gesichtern, die elfischen Valaslin, sind fort. Auch wenn keine Worte zu hören sind, kann man sie doch fühlen. Ihr könnt von dem Schandmal der Evanuris befreit werden, auf das alle wissen, dass ihr euch ihren Grausamkeiten widersetzt. Niemand hier ist ein Sklave. Ihr alle steht unter unserem Schutz. Ihr alle könnt euch entscheiden, zu kämpfen. Entdeckt. Verborgene Waffen. Oh. Diese befreiten Sklaven haben sich tatsächlich gegen die Evanuris zur Wehr gesetzt, die sich als Götter ausgaben. Ein interessantes Wort, Evanuris. Wenn es nichts anderes bedeutet als Magieranführer, dann waren sie im Grunde genommen Magister. Im Grunde genommen hast du da recht, Dorian. Hier unten stehen Kunari. Really? Wie sind die bitte hier runtergekommen? Na ihr alten Kacknabbels. Wow. So. Das ging auf den richtigen. Jetzt will ich dann dich. Das ging auf den falschen. Oh ne, der ist tot. Hier ist irgendwo noch einer. Hier war irgendwo noch einer. Warum bin ich so schnell? Ach, weil ich unsichtbar bin. Bevor wir gehen, sollten wir nach allem suchen, was uns verraten könnte, warum die Kunari hier waren. Ja, das habe ich vor. Ah, ein Dokument. Anmerkung bezüglich der Wolfsstatue. Vergesst nicht, um die Statue zu bewegen, müsst ihr den zweiten Wandleuchter von links entzünden, wenn ihr in Richtung des Wolfskopfes seht. Nutzt dafür die blaugrüne Flamme in der Feuerstelle. Sie ist magisch, wird euch aber keinen Schaden zufügen. Hängt an eure Pflicht gegenüber dem Kuhn. Sobald ihr den Wandleuchter entzündet, öffnet sich eine Kiste zwischen den Pfoten der Statue, in der sich ein Gegenstand befindet. Berührt ihn nicht. Er ist uralt und elfisch. Wenn die Zeit gekommen ist, werden wir ihn von einem Sarebas auf magische Eigenschaften untersuchen lassen. Zu spät, den habe ich schon. So, ich will erstmal aus der Unsichtbarkeit raus. Cassandra zuhören. Es ist viel zu lange her, dass wir gemeinsam gereist sind.
Ich habe es vermisst. Oh, ihr habt mich vermisst. Es. Ich sagte, ich habe es vermisst. Uah. Habt euch lieb. Ich bin ein harmonischer Mensch. Ich mag keinen Streit. Also, ich mag wirklich keine Streitereien. Mondstein. Flieg und Sieg. Im Moment, hier sind wir hergekommen. So, hier, guck mal, du hast was dabei. Einmalige Inkarnation. Bonus auf kritischen Schaden. 48% kritische Trefferchance. What the fuck? Verbesserter Standardangriff. Du springst nun bei deinem ersten Angriff auf dein Ziel zu, wenn es zwischen 6 und 12 Metern entfernt ist. Kunari-Befehle, sehr schön. Dieser Brief wurde sowohl auf Kunlat als auch in der Gemeinsprache verfasst. Ich habe eure Berichte gelesen. Stationiert eure Leute in den verlassenen Elfentürmen am See. Der Spiegel nach Halam Shiral liegt nicht weit vom Zugang zu diesem Gebiet entfernt. Wir werden den Platz brauchen, um unsere Leute unterzubringen, nachdem die Unterwanderung abgeschlossen ist. Darunter befindet sich eine Karte des Kreuzwegs. Ein Pfeil zeigt von dem Illuvien in den Elfenruinen zu jenem, der in den Winterpalast führt. Diesem Brief zufolge kamen die Kunari in diese Ruinen, weil die Illuvien mit Halam Shiral verbunden sind. Das heißt, sie haben hier etwas vorbereitet. Eine Invasion vielleicht. Es ging um irgendeine Art Unterwanderung. Mehr steht hier leider nicht. Offensichtlich haben wir immer noch nicht alles gefunden. Offensichtlich ist hier hinten noch was. Ah, sehr schön. Ein unbekannter Eindringling. Dieser blutbefleckte Brief wurde sowohl blabla als auch blublub. Vor 2 Stunden hat ein unbekannter Eindringling unsere Verteidigung durchbrochen. Es war ein maskierter, verhüllter Magier, der Magie einsetzte, um Geister herbeizurufen und sie gegen uns zu wenden. Der Eindringling bewegte sich, als würde er diesen Ort kennen, und floh, nachdem die Geister erwacht waren. Dutzende von uns sind tot. Die Geister greifen weiterhin an. Ein Kampf wäre... Der Rest des Briefes ist unleserlich. Das Blut ist noch feucht. Eine Notiz über einen unbekannten Eindringling, der durch einen Illuvien kam. Er hat Geister gegen uns gewandt und ist dann geflohen. Das muss ein Magier gewesen sein. Er hat jeden Kunari getötet, der ihm in die Quere kam, und alles andere den Geistern überlassen. Wir haben es also mit 2 Parteien zu tun. Den Kunari und einem mysteriösen Unbekannten, der fest entschlossen ist, sie aufzuhalten. Okay. Gehen wir. Wir müssen die Leute warnen. Ja. Wir müssen erfahren, was die Kunari im Winterpalast planen. Das machen wir in der nächsten Folge, denn dann bringen wir Liliana im Winterpalast auf den neuesten Stand. Bisher sage ich danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.